Ja, da müsste man in jedem Fall natürlich der oder die Dritte. Das ist in jedem Fall immer mit gemeint. Man muss zunächst davon ausgehen, dass es eigentlich gar nichts in der Sozialität, im sozialen Raum geht, was nicht der Beobachtung durch einen Dritten unterliegt. Ja, also zunächst mal ist es einfach ein universelles, jedenfalls in den jeweiligen Sozialitäten ein universelles Phänomen. Das nimmt nur dann je eine spezifische Gestalt an, zum Beispiel im Sinne des Publikums. Das Publikum ist natürlich immer die Figur des Dritten, der dritten Person. Das Publikum, was zuschaut, schon allein im Theater, den Agierenden, den Akteuren als Schauspielern und so weiter, also dem Stück zuschaut, aber natürlich das Publikum als Öffentlichkeit überhaupt. Eine ganz andere Verkörperung der dritten Figur ist das Wahlvolk, was gleichsam die konkurrierenden politischen Bewerber beobachtet und darüber dann entscheidet. Da ist ja eine ganz im politischen Feld eine dritten Figur. Dann könnte man sagen, nimmt die Figur des Dritten, nimmt die Gestalt der Konsumenten an, die das Marktgeschehen und die Wettbewerber mit ihren Gütern und Waren beobachtet. Und eine weitere Figur sind natürlich im Mikrobereich, in den Familien, in welcher Gestalt auch immer, die Eltern, welche die Kinder beobachten und umgekehrt sind die Kinder natürlich dritten Figuren, welche die Eltern, und zwar nicht jeden für sich, sondern deren Beziehung beobachtet. Also lauter dritten Figuren, aus denen sich gleichsam die Sozialität reguliert. Eine ganz wichtige, unbedingt noch zu erwähnen, ist natürlich das Gericht. Ja, man würde sagen, es würde zu dauernden Blockaden kommen und kaum eine Anschlusskommunikation stattfinden können, wenn es nicht die Gerichte gibt, also die Figuren des Dritten oder der personale Dritte in Kommunikationen, der stellvertretend im Konfliktfall für die erste und die zweite Person einen Streit entscheidet, verbindlich. Ja, also soweit ist es zunächst. Es gibt eigentlich, man könnte es noch weiter zuspitzen, man könnte sagen, wenn man es minimalistisch denkt, wo zwei zusammenkommen, liegt Sozialität vor. Wenn der Dritte hinzukommt, beginnt Gesellschaft. Ja, also es gibt irgendwie eine Formel, Gesellschaft beginnt ab drei. Ja, insofern sieht man schon insgesamt eine mögliche Relevanz, wenn man so minimalistisch denkt, eine Relevanz der Figur des Dritten. Jetzt ist natürlich, mal abgesehen von dieser Alltagsphänomenalität, wichtig, von Beginn an Missverständnisse zu vermeiden durch eine terminologische Klärung. Also ich hatte gesagt schon immer, es ist der Dritte oder die Dritte. Damit ist in jedem Fall eine dritte Person gemeint. Und das ist abgegrenzt von allem, was man als das Dritte bezeichnen würde. Also das Dritte, auf die sich das Dritte, eine dritte Sache, ein drittes Ding, ein Tisch zwischen zweien oder der Raum, der sie umgibt, oder alle möglichen Sachen und Dinge, das ist natürlich das Dritte. Und dann gibt es noch das Dritte, was auch jetzt nicht gemeint ist von der Rede der oder die Dritte. Gibt es natürlich das Dritte als Struktur oder als System oder als Institution, also so etwas wie eine transsubjektive Größe, die Sprache zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass als ich das erste Mal sozusagen versuchte, mit Kommilitonen darüber zu diskutieren, haben die das immer gesagt, worüber arbeitest du denn? Da habe ich immer gesagt, ja, die Figur des Dritten interessiert mich. Und dann haben die immer, es war so ein automatisches Verschieben, haben immer gesagt, ach, du arbeitest über die Sprache.
Ja, und dann muss ich immer diese Differenz einführen. Nein, es geht nicht um die Sprache, um das System, um die Struktur, um die Institution, um die Verkehrsverhältnisse mit Marx gesprochen, sondern das meine ich alles nicht, den Diskurs und so weiter, sondern ich meine tatsächlich den personalen Dritten. Das ist das Erste, also dritte Person im Unterschied zu transsubjektiven Strukturen, das Dritte oder die Dinge als das Dritte. Und natürlich, jetzt wird die These scharf, nicht gemeint ist der vierte oder der fünfte. Also die vierte oder die fünfte der Person. Die Pointe ist, die liegt in der These, dass die dritte Person im Unterschied zur ersten und zur zweiten tatsächlich eine sozialkonstitutive Differenz macht. Die dritte Figur ist tatsächlich informativ, sozial, also wie schon am Anfang geschildert, dass durch die Beobachtung des Dritten sozusagen überhaupt soziale Verhältnisse sich in verschiedenster Weise konstituieren. Und man würde sagen, der Vierte und Fünfte bringt nicht diese Prominenz, sondern ab dem Vierten und Fünften, also kommt es wieder zur Paarbildung zwischen der einen Gruppe und der anderen Gruppe, also dyadischen Formationen, oder es kommt zu weiteren triadischen Formationen. So wäre die These perspektivisch gebaut, wenn man jetzt mal sich im Feld der, also im terminologischen Feld bewegt. Ja, persönlich hatte es einfach, lag es in den Studienfächern, ich habe Philosophie, Soziologie und auch vor allem Literaturwissenschaft, Germanistik studiert, die auch damals sehr theorienstark waren. Ich habe mich für Theorien interessiert. Und natürlich in diesen, es hat mich herausgefordert, die damals schon üblichen, aber doch noch stark diskutierten, wie ich jetzt sagen würde, Leitbegriffe der Sozialwissenschaften, also Interaktion, Kommunikation, Wechselwirkung, also sozusagen diese Kategorien, es waren ja, war ja ein Übergang, wenn man noch an Habermas, Luhmann und deren Debatte denkt, vom Handlungsbegriff, der immer an das einzelne Subjekt verbunden war, zum Kommunikationsbegriff, also sowohl Habermas wie Luhmann haben in der Soziologie eine Umstellung vollzogen damals zum Begriff der Kommunikation als Leitbegriff. Das hat mich fasziniert. Und ich habe dann angefangen, überhaupt das immer so im Sinne einer Basis der Sozial- und Kulturwissenschaften mir diese Denke anzueignen. Also das war diese ganze Reihe von Hegel angefangen, dem Kampf um Anerkennung als basalem Interaktionsgeschehen. Dann natürlich Feuerbach spielte eine Rolle mit der Kategorie des Du ist dann ganz wichtig. Ich traf auf das Buch von einem Michael Theunissen, das nannte sich Der Andere, Studien zur Sozialontologie des 20. Jahrhunderts. Und der resümierte in diesem, also äußerst prägnant in diesem Werk, die Geschichte sozusagen der Intersubjektivitätstheorien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das war vor allem natürlich Husserl als eine Basisposition, der überhaupt den Begriff der Intersubjektivität mit geprägt hatte aus der Phänomenologie, und am anderen Pol resümierte Theunissen Martin Buber mit dem berühmt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts berühmt gewordenen Buch Ich und Du, ne, wo so eine Basisrelation für die Sozialität behauptet und aufgewiesen wurde. Wichtig ist ja auch aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Karl Jaspers mit dem Karl Jaspers hat im deutschsprachigen Raum überhaupt den Begriff der Kommunikation zu einer Sozialkategorie erhoben in seinem Buch Philosophie von 1932, glaube ich. Und dann noch weiter natürlich die Reihenfolge. Dann hat man sich angeeignet, Alfred Schütz in der Nachfolge von Husserl, aber natürlich George Herbert Mead mit dem starken Begriff der Kommunikation,
Aber auch Sartre hat mich interessiert. Sartre ist ja auch so ein Intersubjektivität, man würde sagen Interexistenzialdenker aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch mit den Begriffen Ego und Alter Ego oder der Blick des anderen. Ja, das waren sicherlich ganz zentrale Hintergründe. Jetzt wird wichtig, also im Sinne so einer Theorieinnovation, eigentlich die mehr oder weniger Zufallsbegegnung, gleichzeitige Lektüre sowohl von Simmel wie von Freud. Und das führte zur Entdeckung, dass es da außer dem einen und dem anderen, also als Basis der Intersubjektivität, noch eine weitere wichtige Figur gibt. Also bei Freud steckt das natürlich in der ödipalen Konstellation. Das war damals die psychoanalytische Rezeption, die stark war auch in der Germanistik. Da hat man Freud, Lacan und vieles andere gelesen. Und da stieß man natürlich auf diese ödipale Konstellation, schon den Begriff der Dreieckskonstellation, der Triangulierung. Und gleichzeitig, als Soziologe, habe ich doch dieses Hauptwerk von Simmel, Soziologie, studiert. Und dort ist ein Schlüsselkapitel, da geht Simmel die quantitativen Verhältnisse der in der Gesellschaft durch und kommt von einem zum anderen, zur Zweierbeziehung, Dyade, und dann schließlich zur Figur des Dritten. Und da hat er zum ersten Mal nicht nur grundlegende Einsichten, sondern es sind also, würde man sagen, klassisch, eine klassische Passage, ein klassischer Text, also eine Sternstunde der Soziologie, wie man es später genannt hat, mit der Aufdeckung sozialtheoretischen Klärung des Status des Dritten. Simmel sagt da, das ist eine formalsoziologische Bereicherung. Damit will er sagen, durch das also schon natürlich die Dyade bringt bestimmte Formen der Interaktion, der Wechselwirkung, aber das Auftauchen des Dritten ist ein Novum, was neue Formen der Wechselwirkung ermöglicht, die nicht auf den anderen, auf das Du, auf das Alter Ego zurückgeführt werden können. Ja, und von dort her hat sich dieses hat sich dann dieses Interesse entwickelt, das zu vertiefen. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Wenn ich das im Nachhinein resümiere, würde ich sagen, es war, als ich das für mich entdeckt habe, war ich doch relativ einsam. Also nicht jetzt persönlich einsam, aber mit so einer intellektuellen Entdeckung. Später ist es dann sozusagen ein immer breiterer Strom geworden, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung. Und bei mir war es das Interesse, ich habe mich so ein bisschen antizyklisch verhalten, also gegen den Postmodernismus, gegen den Poststrukturalismus. Das war nicht mein Interesse, sondern ich hatte antizyklisch im Gegenzug das Interesse, statt an einer Verflüssigung von allem, an stabilen und haltbaren Sozialkategorien. Das hat mich interessiert. Und irgendwie war die Idee, die Figur des anderen ist eine haltbare und stabile Sozialkategorie, aber die Figur des Dritten, die dritte Person, ist auch eine weitere, so eine stabile Sozialkategorie, die man nur richtig ausschöpfen und darlegen muss, um aus ihr Konsequenzen zu ziehen. Ich will vielleicht noch abschließend zu diesem, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Natürlich muss ich erwähnen, dass auch andere mich sozusagen inspiriert haben. Also jetzt nicht nur die sogenannten klassischen Figuren, wie jetzt Freud und Simmel in diesem Fall, sondern natürlich auch im deutschsprachigen Raum gab es sehr früh einen Sozialphilosophen, Klaus Hartmann, bei dem ich auch in Tübingen studiert habe, und der war ein Sartre Spezialist für Sartres Sozialontologie, so nannte er das auch, und hat wirklich
ganz gediegene Schriften zu dieser Sozialontologie, also sowohl in Sein und Nichts von Sartre wie in der Kritik der dialektischen Vernunft, also das 10, 15 Jahre später von Sartre herausgebracht wurde, hatte verfasst. Und der hatte mit Sartre auch schon sozusagen diesen Blick für die Relevanz der Figur des Dritten. Dann ist das wichtig auch, sind ethnologische, ich habe mich dann natürlich umgetan in verschiedenen Wissenschaften. Wichtig war auch Ethnologie, die Ethnologen, für die spielte die Figur des Dritten natürlich als Übersetzer auch in einem Begriff der teilnehmenden Beobachtung, also der Fremde, der gleichsam zu so einer, zu seinem Ethnie kommt und die als Gruppe deren Beziehungen beobachtet, aber auch, genau, Übersetzer, aber auch innerhalb der ethnischen Gruppen, zum Beispiel die Figur des Tricksters und so weiter. Also die hatten einen Sinn. Gab es schon früh aus den 90er Jahren ein Buch, ein Sammelband von Claudia Breger und Tobias Döring, der nannte sich die Figuren der oder des Dritten, Studien zum interkulturellen Zwischenraum und so weiter. Unter anderem eine Doris Bachmann-Medig, also die berühmt, später berühmt wurde durch ihr Buch zu den Cultural Turns, die schrieb da auch einen Leitaufsatz zum dritten Raum. Dann war im deutschsprachigen Raum noch wichtig, also ich kann nicht alle nennen, ich hoffe, ich lasse die, nimmt mir niemand übel, wenn er nicht mit erwähnt ist. Also Bernhard Waldenfels war wichtig mit seiner Levinas-Rezeption, also der Rezeption der französischen Phänomenologie, und seinen Schülern, unter anderem Thomas Bedorf, schrieb dann eine Studie über die Dimensionen des Dritten. In der Soziologie war Gesa Lindemann, hat sich interessiert dafür. Und dann noch, ach ja, und dann noch später Albrecht Koschorka, ein Literaturwissenschaftler. Und der hatte ein ganzes Graduiertenkolleg zur Figur des Dritten. Und daran war beteiligt auch Ulrich Bröckling, ein Soziologe. Und so weiter. Also es ist inzwischen, würde man sagen, ein doch im deutschsprachigen Raum, es gibt es aber auch in der italienischen Diskussion, aber vor allem im deutschsprachigen Raum, breites Feld von Reflexionen, Theoriereflexionen aus verschiedenen Wissenschaften, die um die Figur des Dritten, diese dritte Person kreisen. Und ja, und insofern fühle ich mich, also sehe ich mich in gewisser Weise bestätigt bei diesem Versuch, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, neben der Sozialkategorie der Identität, also des Selbstverhältnisses, und der Sozialkategorie der Alterität, also die ja dann die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts dominiert hat, die Sozialkategorie der Tertiarität stark zu machen und zu erforschen, so wie ich das dann genannt habe. Der Anspruch ist tatsächlich, auf einer höchstmöglichen Ebene einzusteigen, also der Selbstreflexion der Wissenschaften auf sich selbst, der verschiedenen Wissenschaften, der Wissenschaftsgruppen. Oder anders gesagt, es ist meinerseits, habe ich mir gleichsam dann im Verlauf der Auseinandersetzung überlegt, die Figur des Dritten höchstmöglich zu belasten, könnte man sagen. Also sozusagen ihre höchstmögliche Tragweite vorzuführen. Und der Ausgangspunkt ist
Das ist verschiedene, das ist sozusagen natürlich der Ausgangspunkt ist, sind die Sozial- und Kulturwissenschaften. Da gehört die Figur des dritten Basal hin, sozusagen des weltimmanenten Dritten. Und der Ausgangspunkt ist, dass die Selbstbegründung der Sozial- und Kulturwissenschaften als Wissenschaftsgruppe, also ihre Autonomie gegenüber den anderen Wissenschaftsgruppen in der Universitas, in der Universität. Also man kann das ja so im lockeren Anschluss an Kant, bei Kant gibt es schon die Figur der Streit der Fakultäten, dass natürlich dann da eine Auseinandersetzung zwischen Theologie, Philosophie, Recht, Medizin, den damaligen Fakultäten, ein Streit der Fakultäten um ihren Vorrang. Aber das ist schon die Voraussetzung, dass die Universität als Einheit verschiedener Wissenschaften, die bestimmte Kriterien der Aufklärung und der Beweisführung und so weiter teilen, dass es verschiedene Wissenschaftsgruppen gibt, die im Anspruch untereinander streiten. Und jetzt würde man sagen, es kommt darauf an, wie können sich diese jeweiligen Wissenschaftsgruppen, die ich eben genannt habe, also ich gehe sie nochmal durch, Naturwissenschaftsgruppen, gehören auch die ganzen technischen Technikwissenschaften dazu, dann die Philosophie und die Psychologie vielleicht als eine Wissenschaftsgruppe, dann die Theologie als eine ja, klassische Wissenschaftsgruppe innerhalb der Europäischen Universität und dann davon unterschieden diese ganze Gruppe der Sozial- und Kulturwissenschaften, das, was man Geisteswissenschaften oder Humanwissenschaften, Humanities nennt. Und die dann ab dem 19. Jahrhundert sozusagen dann als eigene Wissenschaftsgruppe prominent werden. Und die Frage ist, wie begründen sie sich? Ich will noch vielleicht zur Erläuterung sagen, also zu den Sozial- und Kulturwissenschaften gehört eben ein ganzes Bündel von Wissenschaften, ne? Die Wirtschaftswissenschaft, Nationalökonomie, aber auch die Rechtswissenschaft, die Erziehungswissenschaft, Pädagogik, die Staatswissenschaft, Politikwissenschaft. Dann später Medienwissenschaft, also alles lauter spezialisierte Wissenschaften, die alle zu den Sozial- und Kulturwissenschaften gehören. Natürlich die Soziologie, man könnte mal sagen, die Soziologie wie so eine Spinne im Netz, weil sie ja für das gesamte Feld des Sozialen und Kulturellen zuständig ist. Und zu den Kulturwissenschaften natürlich noch die ganzen Sprachwissenschaften, Literaturwissenschaften, Ethnologie hatte ich erwähnt. Und jetzt, wenn man sich die Frage stellt, wie begründen die jeweiligen Wissenschaften ihre Eigenständigkeit, ihre Autonomie innerhalb dieses Verbundes von verschiedenen Wissenschaften, dann würde man sagen, jede Wissenschaft oder Wissenschaftsgruppe ist in einem bestimmten Relationstypus begründet. Die Naturwissenschaften sind in jedem Fall begründbar im Relationstypus vom Subjekt-Objekt-Verhältnis, nicht? Sie beziehen sich der Naturforscher bezieht sich auf die Objekte in der Natur, im Kosmos, ob das nun Mineralien sind oder eben ferne Sterne. Ja, das hat alles einen Objektstatus. In gewisser Weise, die Verhältnisse im Gegenstand der Naturwissenschaften sind die Verhältnisse von Objekten zueinander, das ganze Kausalitätsverhältnis. Und dann würde man davon abgrenzen, die Philosophie und Psychologie gründet alles in allem nicht in einem Subjekt-Objekt-Verhältnis oder Objekt-Objekt-Verhältnis, sondern in einem Verhältnis des Subjektes zu sich selbst, also diese Selbstbezüglichkeit, Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, Selbstempfindsamkeit und so weiter. Also was ja auch dann den Kern in der Transzendentalphilosophie, der Reflexion der Philosophie, des philosophischen Wissens auf die eigenen Voraussetzungen im Verstand oder in den Erkenntnisvermögen der menschlichen Subjektivität, also das Relationsverhältnis des Subjekts zu sich selbst. Und dann müsste man davon unterscheiden, die Theologie gründet weder im Subjekt-Objekt-Verhältnis noch im Verhältnis des Subjekts zu sich selbst, sondern sie gründet im Verhältnis, jetzt bringe ich mal eine Formel, des transzendenten Dritten zu sich selbst und zu allem anderen, also was die Gottesfigur ist. Gott ist im Grunde der transzendente Dritte, der alle anderen Verhältnisse, Naturverhältnisse, menschliche Verhältnisse aus sich heraus hervorbringt und beobachtet als eine transzendente Größe. Und jetzt davon verschieden, die Wissenschaftsgruppe, auf die es ja mir jetzt vor allem ankommt, in ihrer ganzen Auffächerung,
die Sozial- und Kulturwissenschaften, worin begründen die sich? Was ist ihre Letztbasis? Und die Letztbasis ist nicht die Objektverhältnisse und nicht das Verhältnis des Subjekts zu sich selbst und natürlich nicht der transzendente Dritte, sondern die Basisrelation ist das Verhältnis des Subjekts zu einem anderen Subjekt, des einen zum anderen. Also das, was man dann Interaktion oder Kommunikation nennt. Das ist gleichsam die Basisrelation, die diese Wissenschaftsgruppe für sich veranschlagt. Jetzt ist die Vermutung, wenn man das einmal hat, dass man sagt, die Basisrelation der Sozial- und Kulturwissenschaften ist die Intersubjektivitätsrelation oder die Relation zwischen dem einen und dem anderen. Also jedenfalls einer ganz eigenständigen Größe, die nicht etwas bloß Objektives ist und nicht transzendenter Dritter und auch nicht das Selbstverhältnis des Subjekts zu sich selbst. Da könnte gleichsam die prominent gemachte Figur, entdeckte Figur des Dritten, der dritten Person eine Rolle spielen innerhalb der Fundierung dieser gesamten Wissenschaftsgruppe. Wenn man so weit ist, also sich auf dieser ja, höchstmöglichen Ebene bewegt, also der Selbstreflexion der Sozialwissenschaften auf ihrer eigenen Basis, wer leistet das? Wer kann das leisten innerhalb dieser Gruppe? Da ist irgendwie als Soziologe kommt man da auf die Soziologie, auf die soziologische Theorie. Eben gerade nicht, würde man sagen, die Sozialphilosophie, sondern die Soziologie, also die Gruppe der Sozialwissenschaften muss es für sich selbst lösen. Und man kann auch insgesamt sagen, im 20. Jahrhundert, in dieser Umstellung, im sogenannten Linguistic Turn, also in der Umstellung auch der modernsten Philosophie auf die Kommunikationsverhältnisse, auf so ein Kommunikationsapriori, was sogar noch dem A priori des Subjekts vorherliegt, ist natürlich diese prominente Stellung der Soziologie eigentlich ganz deutlich. Im Grunde gibt die Philosophie, die moderne Philosophie, den Druck der Soziologie und der soziologischen Theorie nach, also von Weber, Durkheim und so weiter. Jetzt die Soziologie und wenn man innerhalb der soziologischen Theorie sich bewegt und sagt, ja, die ist zuständig dafür, diese Grundlegung der Sozial- und Kulturwissenschaften zu leisten, dann ist wichtig eine Unterscheidung, an der ich mich orientiere, innerhalb der soziologischen Theorie, nämlich der zwischen Sozialtheorie einerseits und Gesellschaftstheorie andererseits. Das erwähne ich, damit man das sozusagen nicht missversteht. Die Theorietechnik, die ich dann entwickelt habe. Sozialtheorie ist die Frage, wie konstituiert sich Sozialität überhaupt, grundsätzlich, ganz gleich wo und wann in der Weltgeschichte, in der Weltgesellschaft. Und Gesellschaftstheorie ist davon verschieden die Antwort auf die Frage, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Das ist dann immer der Versuch. Bestimmung der Moderne, der Postmoderne und so weiter. Und das, was ich mit der Figur des Dritten im Auge habe, spielt sich allein in der Sozialtheorie ab. Das kann dann auch gesellschaftstheoretische Konsequenzen haben, aber der Fokus liegt auf der Sozialtheorie. Und das nenne ich dann auch noch wichtig. Ich habe immer am Anfang immer Sozialtheorie gesagt. Heute würde ich den Begriff Sozialontologie bevorzugen. Also gleichsam, um auch dieses Verhältnis zwischen Soziologie und Philosophie mit ins Spiel zu bringen. Die Philosophen sagen eben Sozialontologie, Searle und so weiter, die auch diese Grundverhältnisse des Sozialen klären wollen. Und Theunissen hatte ja auch schon Studien zur Sozialontologie bezogen auf Husserl und Buber genannt. Verwendet den Terminus und an den würde ich anschließen. Also ganz schlicht, der Dritte spielt ist relevant innerhalb der Sozialtheorie als Begründungstheorie der Sozial- und Kulturwissenschaften. Und das ist im Grunde eine Sozialontologie, weil es um nichts weiter als das Sein des Sozialen geht. Ja, das Soziale hat ein eigentümliches Sein und darum geht es, das aufzuklären.
Und wenn man so weit ist und den Dritten auf dieser Ebene gebracht hat, dann kann man jetzt sagen, wofür könnte er in welchem Streit innerhalb der Soziologie, beziehungsweise in der Grundlegung der Sozial- und Kulturwissenschaften, könnte er interessant werden. Da muss man auf eine weitere Unterscheidung kommen. Innerhalb der Sozialtheorie gibt es nun wiederum einen klassischen Streit im 20. Jahrhundert und eigentlich durch die ganze Soziologie hindurch zwischen den sogenannten Handlungstheorien und den Strukturtheorien. Also den Handlungs- oder Interaktionstheorien könnte man auch sagen und den Struktur- oder Kollektivtheorien. Das ist im Grunde mit ganz vielen Überbrückungsversuchen. Das ist im Grunde die einen gehen eben von der Ebene der Handlung zwischen Akteuren aus und die anderen setzen immer schon so etwas wie ein Kollektivbewusstsein bei Durkheim oder etwas Transsubjektives voraus. Man könnte sagen, es ist die Spannung zwischen dem Intersubjektivitätspol, der eine und der andere, Kampf um Anerkennung und so weiter, Beziehungsgeschehen. Und dem Transsubjektiven als Kollektivbewusstsein, als die Sprache zum Beispiel, die immer schon allem vorausgeht, der Diskurs, das soziale System, die Struktur, die Institutionen, nicht? Das sind alles die transsubjektiven Ansätze. Und der Gedanke ist, den ich aufnehme, darauf komme ich dann noch bei der Vorführung der Argumente für die Relevanz des Dritten. Wenn ich aufnehme, ist, dass die Figur des Dritten bedeutsam sein könnte, um diese Kluft zwischen Handlungs-Interaktionstheorien einerseits, dyadischen Theorien alles in allem, und den Transsubjektivitätstheorien, den Strukturtheorien des Sozialen, zu überbrücken. Wenn man sagen würde, in der Interaktion die Figur des Dritten auftaucht, taucht mit ihm überhaupt die Bedingung der Möglichkeit von etwas wie Strukturen oder Verkehrsverhältnissen, anonymen Verkehrsverhältnissen zwischen den Subjekten in einer Gesellschaft überhaupt auf. Institutionalisiert sich etwas. Also vielleicht als ein Vorgriff auf die Lösungsmöglichkeit von der dritten Person als Sozialkategorie in der Grundlegung der Sozial- und Kulturwissenschaften. Ja, das kann man noch mal so zuspitzen, dass man, wenn man die Unterscheidung also noch mal innerhalb der Sozialtheorie eine Unterscheidung trifft zwischen den Interaktionstheorien, die dann auch Alteritätstheorien sind. Ne? Alterität. Also sie kreisen immer um das Verhältnis des einen zum anderen oder des anderen zu dem einen. Immer als Verhältnis der Interpersonalität. Nicht? Die erste Person und die zweite Person. Das kann man insgesamt als Interaktionstheorien, aber auch als Alteritätstheorien bezeichnen, wenn man an so eine Figur wie Immanuel Levinas denkt. Und dem gegenüber, also die gleichsam minimal von diesen Personen ausgehen, und dem gegenüber die Strukturen oder holistischen Theorien, wie man auch sagen könnte, die von so etwas als Anfangspunkt des Sozialen einer transsubjektiven Größe ausgehen. Transsubjektivitätstheorien. Strukturtheorien, Systemtheorien. Wenn man nochmal die Bezugsdenker nennt, dann ist das ja schon die Differenz zwischen Max Weber auf der einen Seite, der alles in allem so doch, ohne den Begriff zu haben, eine Interaktionstheorie entwickelt, natürlich Simmel mit dem Begriff der Wechselwirkung, der ist ja dann später nur im Amerikanischen als Interaction übersetzt worden und dann rückübersetzt als Interaktion im deutschsprachigen Raum aufgetaucht. Also der Wechselwirkung meinte Simmel immer das Verhältnis zwischen zwei Personen minimal. Also Weber und Simmel, wenn man die nimmt auf der einen Seite für die Alteritätstheorien, jetzt alles in allem, und dann steht auf der anderen Seite noch davor im Grunde, denn Durkheim ist ja schon vor Weber, Durkheim mit seiner Theorie des transsubjektiven Kollektivbewusstseins, was immer schon die einzelnen beteiligten Personen überdeckt und durchdringt.
Und dann hat man von Durkheim aus gleichsam die Denktradition der holistischen, strukturalistischen, systemtheoretischen Denker über Lévi-Strauss natürlich und als Inbegriff des Strukturalisten und dann natürlich bis hin zu Luhmann, wobei bei Luhmann das ein interessanter Punkt ist. Also ich habe mich vor allem auch mit Niklas Luhmann auseinandergesetzt und darin die Auseinandersetzung geführt. Es ist mit Luhmann aus meiner Sicht alles in Ordnung, bloß dass er er sieht in jedem Fall in der Kategorie der doppelten Kontingenz zwischen Ego und Alter Ego, sieht er gleichsam dieses basale Verhältnis und daraus geht für ihn gleichsam die Systembildung, also die Bildung sozialer Systeme hervor mit ihren Strukturen und Prozessen der Kommunikation. Und die Personen der doppelten Kontingenz gehören dann im Grunde zur Umwelt dieser jeweiligen sozialen Systeme. Das ist alles ganz hilfreich, nur dass er, die Kritik ist, dass er die Figur des Dritten nur in einem Teilsystem sieht. Er ist ja Jurist und er sieht sie im Rechtssystem. Ich komme später nochmal. Da sieht er das ganz deutlich, dass kein Rechtssystem als soziales Kommunikationssystem ohne eine Figur der Richterin oder des Richters funktioniert. Und insofern konstitutiv ist für das Funktionieren dieses Systems. Und er sieht es nicht für die anderen Teilsysteme. Und das scheint mir eine Schwäche. Er hat irgendwie, ja, wie das so ist in der Ausarbeitung einer Theorie, man hat eben einen blinden Fleck. Er hat das nicht gleichsam die Figur des Dritten, der dritten Person, so dass man sagen würde, dreifache Kontingenz, der Ausgangspunkt aller Sozialität ist dreifacher Kontingenz. Diesen Sprung hat er nicht gemacht. Das ist vielleicht noch jetzt als Hintergrund wichtig, um zu verdeutlichen, was jetzt die Tertiaritätstheorie im Vergleich zur Alteritätstheorie bringen könnte. Gleichsam die Möglichkeit, holistische Strukturen auftauchen zu lassen aus basalen Konstellationen und damit eine differenzierte Aufklärungsleistung, zum Beispiel auch hinsichtlich verschiedenster soziale Teilsysteme, nicht nur wie Recht, sondern wie Ökonomie, wie Politik, wie Familie, wie Medien leisten zu können. Die Hauptarbeit bei der Theorie der Tertiarität bestand oder besteht darin, die Argumente zu sortieren und zu systematisieren, die für den Relevanzstatus des Dritten, der dritten Person innerhalb der Sozialtheorie sprechen können. Also in dem Sinne die Argumente, die man vorzeigen kann. Und da bin ich relativ früh schon auf vier unterscheidbare, nicht aufeinander rückführbare Argumente gekommen. Ich nenne sie kurz. Das ist erstens, dass ein sprachanalytisches Argument für die Relevanz des Dritten aus dem System der Personalpronomen. Dann zweitens, dass von mir sogenannte Soziabilisierungs- oder Sozialisationsargument aus der materialen Familiaritätsstruktur. Dann ein drittes Argument für den Status des Dritten in der Sozialtheorie ist der Übergang. Ist der Übergang von der Interaktionsebene zur Institutionsebene, der durch die Figur des Dritten denken möglich ist, minimalistisch rekonstruiert. Und das vierte Argument ist das von mir sogenannte Polymorphie-Argument. Das bezieht sich darauf, dass der Dritte eine Sozialkategorie ist, unter der sich verschiedenste Figuren des Dritten, also
In jedem Fall der Störer, der Störende, der Intrigant als dritte Figur, aber natürlich auch der Vermittler, der Dritte als Vermittler, der Dritte als Schiedsrichter oder der Dritte als Sündenbock oder der Dritte als begünstigter Dritter, lachender Dritter, wie man sagt, aus dem Wettbewerb von Zweien. Also ein ganzes Spektrum verschiedenster dritten Figuren, die nicht aufeinander rückführbar sind. Und diese Fülle der verschiedensten dritten Figuren ist kann ein weiteres Argument sein, ihn innerhalb der sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschung systematisch zu berücksichtigen. Also das sind die vier Argumente. Ich fange an mit dem sprachformalen Argument. Es ist im Grunde ein aus der Linguistik. Ich kombiniere ja in diesen, um das noch vorweg zu sagen, ich kombiniere in diesen vier Argumenten, wie gesagt, ich sage, es ist ein Systematisierungsversuch. Ich schöpfe damit bestimmte Bezugsdenker systematisch aus und versuche es jeweils auf den Punkt zu bringen, also in einer Argumentationsstruktur. Und das ist natürlich alles in allem ein linguistisch geführtes Argument, bezogen auf das System der Personalpronomen. Eine wichtige Bezugsfigur, die mir dafür die Augen geöffnet hat, ist Norbert Elias, der Soziologe Norbert Elias mit seiner Figurationstheorie. Da gibt es einen schönen Aufsatz, da spricht er davon, die Fürwörterserie, das ist ja nichts weiter als ein anderer Ausdruck für das System der Personalpronomen, als Figurationsmodell. Und Figurations ist ja der Grundbegriff von Elias für die Konstellation des Sozialen überhaupt. Es findet immer in Figurationen statt, so wie fast wie Tanzfigurationen, wo man eben als Person eine bestimmte Stelle hat, in Stellung zu den anderen. Und der Grundgedanke ist, das System der Personalpronomen ist im Grunde der innerste Kern jeder Sprache, weil der kommunikative Kern jeder Sprache, weil im System der Personalpronomen, also ich, du, es, er, sie, wir, ihr, in diesem System der Personalpronomen, diesen kleinen Wörtern, steuert jede Kommunikation im Grunde die Verteilung, die je situative Verteilung in Kommunikationssituationen und ermöglicht sie damit überhaupt. Und wenn man sich das habe ich dann gemacht, ich habe mir gleichsam dieses System der Personalpronomen angesehen, der Wink, dass das System der Personalpronomen sozialtheoretisch einschlägig ist ja bemerkbar schon in der Prominenz der Kategorie von Ich. Also das Ich als ein Wort des Systems der Personalpronomen steht einfach für das Subjekt. Und dann natürlich du steht für das andere Subjekt. Und die Prominenz der Kategorie du, in jedem Fall bei Martin Buber. Aber natürlich ist auch der Begriff wir eine Sozialkategorie, auch später geworden in dem Begriff der Wir-Intentionalität. Also der kollektiven Intentionalität oder Wir-Intentionalität, also etwas wie eine Pluralität des sozialen Denken und so weiter. Also das ist sozusagen ja nicht sozusagen, das leuchtet sozusagen von dem schon vorhandenen Gebrauch dieser kleinen Worte innerhalb der Sozialtheoriebildung ein. Auch bei Hegel gibt es ja den Satz, ich, das Wir und wir, das Ich ist. Also so eine dann als Ergebnis des Prozesses der Anerkennung, so eine Formel des Übergangs von der einzelnen Subjektivität zur Kollektivität. Und jetzt die Entdeckung, wenn man das einmal durchgeht und das System dieser Personalpronomen, dann stellt man zunächst fest, ja, es gibt ich. Das Ich, das signalisiert und bezeichnet immer den kommunikativen Akteur. Dann gibt es Du, das bezeichnet das
die andere Person, die angesprochene andere Person im Dialog als anwesend angesprochene Person. Dann gibt es ein weiteres Pronomen, das ist das Es. Das Auffällige am Es ist, dass es kein Personalpronomen ist innerhalb des Systems der Personalpronomen. Das Es bezieht sich, das Es ist im Grunde ein Zeigewort für das, worüber ich und du, Ego und alter Ego, in der jeweiligen Kommunikationssituation sprechen, also was das Thema ist, Bäume, Häuser und so weiter, alle möglichen Dinge, ja, die Themenfunktion haben, die ein Objekt innerhalb, also wo man sich auf ein Objekt bezieht innerhalb der Kommunikation. Und jetzt noch die weitere Beobachtung ist, ganz wichtig natürlich neben ich und du, die beiden erste Person, zweite Person, die Personalstellen, die Sachstelle, es. Und natürlich gibt es eine Pluralstelle, wir, wo sagen einer im Namen auch des anderen sprechen kann. Wir machen das so. Wir haben das so verabredet. Also mit ich und du ist bereits eine Pluralitätsposition innerhalb des Systems der Personalpronomen erreichbar. Jetzt fällt auf, dass es noch eine weitere Personenstelle gibt. Er oder sie. Es kommt jetzt gar nicht auf die geschlechtliche Differenzierung an. Sondern entscheidend ist, dass hier eine dritte Person systematisch vom System der Personalpronomen vorgesehen ist. Und ich gehe gleich einen Schritt weiter. Eine dritte Person, ja, aber keine vierte, fünfte Person mit einem eigenen Terminus belegt ist. Sondern was es dann noch gibt, ist über die Pluralposition wir, die Position ihr, Pluralposition ihr oder uns, ihr oder sie. Und diese, kurz gesagt, das halte ich für, dass diese dritte Person über eine zweite Person hinaus, aber nicht eine vierte und fünfte Person im System der Personalpronomen auftaucht, halte ich für ein triftiges, sprachformales Argument für den Status der dritten Person, der dritten Figur in allen Sozialzusammenhängen. Und um es nochmal zu verdeutlichen, man kann ja sich fragen, was hat denn diese dritte Person, warum taucht sie auf, was übernimmt sie denn für Funktionen? Da kann man natürlich spekulieren. Eine Funktion ist ganz sicher, in die Sozialität sprachlich gesehen die Komplexität zwischen Anwesenheit und Abwesenheit einzuführen. Man sagt, ich und du sind in der Kommunikation immer füreinander anwesend. Das ist eine Kopräsenzsituation. Aber wenn ich zu dir sage, er oder sie hat Folgendes vor, dann ist es eine Einbeziehung einer abwesenden dritten Person. Das ist also die Differenz zwischen Anwesenheit und Abwesenheit. Man könnte es erläutern, indem man sagt, es ist durch die dritte Person und mit dieser Konstitution von Anwesenheit und Abwesenheit in sozialen Situationen, ist es gleichsam ein Übergang, wie so eine Menschwerdung auch. Es ist immer in der Übergang vom Groomen, also unter den Primaten, die Fellpflege und damit gleichsam diese protosoziale Ich-Du-Verhältnis ausleben, zum Gossip, also über dritte Personen zu klatschen. Ja, so könnte man es vielleicht erläutern. Und dadurch, dass über dritte Personen geklatscht wird und sie gleichsam als Personen in die Sozialität, als abwesende Personen in die Sozialität einbezogen werden, steigert sich insgesamt die Komplexität des Sozialen. Und eine weitere Beobachtung ist, dass überhaupt erst ab der dritten Figur weitere Pluralpositionen erreichbar sind. Also ich und du können wir bilden, aber die Stelle, wo man ihr sagt, kann sozusagen nur durch eine dritte Person, durch die Perspektive einer dritten Person ausgefüllt werden, sodass man dann schließlich die dritte Person ermöglicht es auch prinzipiell, Kollektive im Verhältnis zueinander zu bilden. Nicht? Die Differenz dann zwischen wir
und ihr, also die Differenz zwischen solchen Positionen, ist nur möglich aus der Einbeziehung der Perspektivität der dritten Figur. Ja, soweit zunächst das sprachformale Argument. Wenn man davon ausgeht, dass alle Sozialität sprachlich konstituiert ist, dann ist es das Kern, der kommunikative Kern, das System der Personalpronomen und darin eben durch die dritten Theorie, Tertiaritätstheorie, diese spezielle Stelle und Funktion der dritten Person aufgedeckt. Das ist das eine Argument, das erste Argument. Das zweite Argument ist das sogenannte Soziabilisierungs- oder Sozialisationsargument, das nenne ich in der materialen Struktur der Familiarität. Das bezieht sich ganz schlicht, da ist die Bezugsfigur natürlich Freud und die Psychoanalyse. Das bezieht sich einfach auf das ganz elementare Geschehen der Einbindung, also der Ontogenese, wie man auch sagt, der Einbindung von Neuankömmlingen in menschlichen Zusammenhängen, von Neuankömmlingen in die Gesamtsozialität. Man kann ja ein gewisser, und das gleichsam jetzt nicht psychologisch aufgefasst, sondern psychosoziologisch. Man könnte ja sagen, Freuds Psychoanalyse ist in gewisser Weise eine Psychosoziologie, weil Freuds ganzen Rekonstruktionen, psychoanalytischen Rekonstruktionen, sind ja immer analytische Rekonstruktionen von Familienkonstellationen, innerhalb derer eine Seele, eine Psyche sich ausbildet, in deren Beziehungsgeschehen sich eine Seele ausbildet und gleichsam eine Menschwerdung und Sozialwerdung vollzieht. Sowohl auf kognitiver wie auf affektiver Ebene, das muss man gleich von vornherein dazu sagen. Und diese, man würde sagen, diese von Freud vorgesehene oder rekonstruierte psychosoziologische Rekonstruktion der Identität der einzelnen Lebewesen, menschlichen Lebewesen, vollzieht sich elementar im Grunde auf zwei Stufen. Das kann schon ein Parallelgeschehen sein, aber es ist wichtig, zwei Stufen. Es ist eine dyadische Struktur und es ist eine dritte Struktur, die sogenannte Triangulierung. Das ist ja dann der Terminus auch für dieses Geschehen, sodass man sagen würde, ja, die kindliche Seele entwickelt sich natürlich in jedem Fall innerhalb eines dyadischen Geschehens von Bezugspersonen. Das ist auch ganz entscheidend, dass es in irgendeiner Weise eine erwachsene Person ist, welches Geschlecht sie hat und so weiter, ist im Grunde vollkommen egal. Es ist ein dyadisches Geschehen mit den verschiedensten Formen natürlich der Kooperation, dass man schon als Kind natürlich mit den Erwachsenen kooperiert, dass man Streit hat, dass es Konflikte gibt, dass es Kämpfe gibt, dass es natürlich aber auch so etwas wie ein Anerkennungsgeschehen und ein Bindungsgeschehen gibt. Also alles das spielt sich, ist sozusagen zentral, konstitutiv, intersubjektiv, konstitutiv für die Bildung der Einzelseele. Das ist ganz klar von der Psychoanalyse als Psychosoziologie her. Und jetzt eine zweite Stufe, die eben bei Freud und allen seinen Nachfolgern als ödipale Konstellation gekennzeichnet wurde und eine spezifisch geschlechtliche Färbung angenommen hat und daran paradigmatisch durchgespielt wurde. Aber entscheidend ist die, deshalb wird heute gar nicht mehr so von ödipaler Konstellation gesprochen, sondern eben von Triangulierung. Entscheidend ist, dass der Neuankömmling seine Seele entwickelt innerhalb eines Beziehungsdreieckes, minimal gesehen, als eine zweite Stufe. Das heißt, er macht weitere Erfahrungen über die
dyadische Struktur hinaus. Und diese Erfahrung ist in jedem Fall eine Erfahrung der Beobachtung. Er gerät also in Dreiecksverhältnissen, also wenn eine weitere Bezugsperson auftaucht, es gibt eine Bezugsperson, es gibt noch eine Bezugsperson, dann ist eine sozial innovative Konstellation gegeben, insofern der Neuankömmling jetzt in die Möglichkeit der Beobachtung von Beziehungen kommt. Die Dyade, da ist er immer drin verstrickt und die kann er im Grunde nicht selbst beobachten, aber er kann gleichsam das Verhältnis zwischen den beiden Bezugspersonen sehen. Das ist im Grunde ein Abstand, das ist auch ein Entlastungsmoment, was er erfährt, eine Entlastung. Er wird gleichsam von der Dyade für Momente entlastet. Er beobachtet diese Beziehung, er kann darin auch Normen, wie machen die das, Normen entdecken und dergleichen. Aber ganz wichtig ist auch die affektive Ebene, dass der Neuankömmling in der Triangulierungssituation die Erfahrung der Exklusion macht. Er sieht gleichsam die Beziehung zwischen zwei Bezugspersonen, die flüstern. Und er kann nicht mithören, was sie sagen. Also ist es eine Exklusionserfahrung und damit natürlich auch die Möglichkeit der Eifersuchtserfahrung und dieses ganzen affektiven Geschehens von Exklusion, Eifersucht, Reinklusion und dergleichen. Also das Argument, das materiale Argument aus der Familiarität heraus, und dabei ist vollkommen gleichgültig, ob das schwul, lesbische, queer oder trans Konstellationen sind, das ist nicht der entscheidende Punkt bei dem Familiaritätsargument, sondern der entscheidende Punkt ist, dass einerseits basal für das basal sich die Einzelpsyche vernetzt sieht in Dyaden und zugleich vernetzt in Triangulierung und damit eben der Dritte gleichsam unverzichtbar ist, um bestimmte affektive und kognitive Erfahrungen in der sozialisatorischen Menschwerdung zu machen. Ich nenne noch einmal die Distanzerfahrung, Neutralitätserfahrung, gleichsam als kognitiver Schub durch die Triangulierung und die Exklusions-, Eifersuchts-, Ausgeschlossenheitserfahrung auf der affektiven Ebene. Das dritte Argument ist das Institutionalisierungsargument. Ich nenne das auch das Missing Link Argument. Missing Link heißt diese schwierig zu überbrückende Passage zwischen der Ebene der Handlung und Interaktion und der Ebene der Strukturen und der Systeme, also was sich spiegelt auch in dem bereits erwähnten Spannungsverhältnis zwischen den klassischen Handlungs- und Interaktionstheorien, Alteritätstheorien und den Struktur- und Systemtheorien, Institutionstheorien. Und da bei der Entwicklung dieses Argumentes gehe ich zurück auf ein inzwischen klassisches Argument von Peter L. Berger und Thomas Luckmann in ihrem berühmten Weltbestseller der Soziologie, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Da kombinieren ja Berger-Luckmann auf raffinierte Art und Weise verschiedenste, also Mitte der 60er Jahre, verschiedenste Theoriestränge der Soziologie und unter anderem in einem Gedankenexperiment, sehr überzeugenden Gedankenexperiment, kombinieren sie Simmels Interaktionstheorie, Theorie der Wechselwirkungen, mit Durkheims Theorie der Institution. Und zwar, das Gedankenexperiment geht so, Ausgangspunkt ist Ego im Verhältnis zu sich selbst, Ego, Alter Ego, in der Begegnung, im Verhältnis zueinander, die Frage, was können Sie phänomenologisch gesehen
bereits miteinander zustande bringen. Was geschieht? Es kommt in jedem Fall zu so etwas wie Habitualisierungen des Verhaltens je eines Beteiligten. Es kommt zu Abgestimmtheiten des Verhaltens. Es kommt zu Gewohnheitsbildungen. Es bilden sich Regeln heraus, die sie beide setzen und miteinander absprechen, versprechen, verabreden, würde man sagen. Es ist der Status der Verabredung zwischen Ego und Alter Ego. So, dass sie in immer erneuten sozialen Situationen schon untereinander eine gewisse Stabilität als Dyade erzeugen, also alles in diesem Gedankenexperiment, dass wenn sie wieder einander begegnen und zu tun haben, dass man sagt, so machen wir das wieder, so handhaben wir das. Und jetzt ist die Frage in dem Gedankenexperiment, was passiert, wenn eine dritte Person zu dieser Szenerie dazukommt? Und die These von Berger und Luckmann ist, ab diesem Moment, wenn eine dritte Person anfängt, die Regeln, die in der Dyade zwischen Zweien entwickelt wurden, zu übernehmen, nachzuahmen, sich anzueignen, dass es zu einem qualitativen Sprung innerhalb der Sozialität kommt, zu einer Institutionalisierung, wie Sie das nennen, weil sozusagen jetzt der Status gegeben ist, dass nicht mehr jeder zu dem anderen sagen kann, so machen wir es, sondern die Formel lautet dann, so macht man das, so denkt man das. Und das ist gleichsam die Ebene, die Durkheim mit dem Kollektivbewusstsein. Also minimalistisch ist es die Rekonstruktion des Kollektivbewusstseins. So denkt man das, so macht man das. Es ist also das Moment der Verselbstständigung von so etwas wie einer Struktur durch das Auftreten, durch die Erscheinung der dritten Figur. Eine ganz elegant, empfand ich immer in dem Gedankenexperiment einen ganz eleganten Beweis, also eine Eleganz eines Beweises, so ähnlich elegant wie der Beweis, sprachformale Beweis bezogen auf das System der Personalpronomen, auch das ein eleganter Beweis für die unhintergehbare Funktion des Dritten hinsichtlich der Entwicklung komplexer Sozialität. Man kann diese, also Berger und Luckmann haben das sozusagen durchgespielt an einem Verhältnis von Ego, Alter Ego als Dyade und dann auf der Ebene der Struktur im Begriff der Institution, da kombinieren sie in gewisser Weise Durkheims Begriff des Kollektivs mit Gehlens Begriff der Institution, den sie dort mit einbeziehen, also um diese zwei Ebenen zu erreichen. Und man kann das im Grunde auch übertragen auf spätere Theorien. Ich gehe mal auf die Diskurs, poststrukturalistische Diskurstheorie von Foucault einerseits und auf Luhmanns, die ich schon angesprochen hatte, Luhmanns Systemtheorie. Da kann man das im Grunde auch in einem Gedankenexperiment parallel schalten. Man sagt, natürlich will Foucault sagen, es gibt immer den Diskurs, weil er poststrukturalistisch und in gewisser Weise von dort her holistisch denkt. Es gibt immer schon gleichsam das Transsubjektive. Aber wenn man noch einmal die Dialogtheorie des 20. Jahrhunderts mit Buber und auch Levinas, in gewisser Weise alles in allem auch eine Dialogtheorie, begreift, dann würde man sehen können, dass man sagen kann, ja, der Dialog zwischen Zweien, Ego und Alter Ego, ist ein Dialog möglich, ein Redetausch, ein kommunikativer Austausch der Perspektiven, der Positionen. Und in dem Sinne, dass sie immer festlegen, nach welchen Regeln überhaupt gesprochen wird und wie die Bedeutungsregeln sind. Und wenn jetzt ein Dritter zum Dialog hinzutritt, dann kann man sagen, verselbstständigt sich das Dialogische zum Diskursiven, dann wird es ein Diskurs. Also so würde ich das am Fall von Buber und Foucault die Verknüpfung herstellen. Und bei Luhmann, das hatte ich schon angedeutet, ist es eben das Verhältnis von doppelter Kontingenz zwischen Ego und Alter Ego, also dieses wechselseitig unergründlich sein, die wechselseitige Unergründlichkeit und Unberechenbarkeit von
erster Person und zweiter Person im Verhältnis zueinander. Und daraus entsteht, taucht auf, emergiert so etwas wie das soziale System mit seinen eigenen Regeln, denen die Sprecher und kommunikativ Beteiligten in ihren jeweiligen Rollen unterworfen sind. Das habe ich nur erwähnt als Ergänzung, um dieses, in jedem Fall den Grundgedanken von Berger-Luckmann aufzunehmen. Das ist das Argument, das Missing Link, der dritte, die Figur des dritten ist Missing Link zwischen der Interaktionsebene und Institutionen und das aber zu etwas zu generalisieren. Soweit zum dritten Argument. Und das vierte Argument hat nochmal einen ganz anderen Status, eine ganz andere Herkunft. Ich nenne das das sogenannte Polymorphie-Argument des dritten, also dass die dritte Figur in vielerlei Gestalten auftritt. Es gibt nicht nur die dritte Figur, sondern es gibt ein ganzes Spektrum von nicht aufeinander rückführbaren dritten Figuren. Das ist in gewisser Weise, also zum Argument gehört, das ist im Grunde diese Vielgestaltigkeit der Figur des Dritten, ist in gewisser Weise eine Analogie zur Vielgestaltigkeit der Figur des Anderen. Denn auch der Andere ist nicht einfach nur der Andere, sondern taucht von vornherein in einem Spektrum von möglichen Verkörperungen auf. Es kann eben der Gegner sein, der Feind, und eine ganz andere Möglichkeit ist, dass er der Freund oder der Kooperationspartner ist. Eine nochmal andere Möglichkeit ist, dass er der Tauschpartner ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass es ein Lehrer-Zögling-Verhältnis ist, also das pädagogische Verhältnis als dyadisch. Es ist nochmal eine andere Verkörperung der Erzieher, der Lehrer, der Pädagoge, noch eine andere Verkörperung des anderen. Und die Kategorie und die Sozialkategorie des anderen bündelt in gewisser Weise, verdichtet in einer Sozialkategorie diesen Alteritätsmoment in der zweiten Person überhaupt, dieses Alteritätsmoment. Und so würde das auch für die dritte Figur gelten. Es ist von vornherein vielgestaltig. Das hat schon Georg Simmel in der erwähnten berühmten Passage zur Figur des Dritten ausdifferenziert. Er hat nicht nur den Status des Dritten überhaupt stark gemacht im Sinne der formalsoziologischen Bereicherung, dass er ein soziales Novum darstellt innerhalb der Sozialität, sondern er hat auch schon verschiedene Typen bemerkt und systematisiert. Und bei Simmel sind das, und das ist ganz basal, das kann man dann erweitern, hinsichtlich einer Spektralität der dritten Figuren. Simmel hat in jedem Fall gesehen, es gibt die Figur des Vermittlers, der Vermittlerin, davon unterschieden nochmal die Figur des Richters oder der Richterin. Also der Vermittler versucht zwei Streitende einen Konsens herbeizuführen, aber er trifft nicht die Entscheidung. Die Entscheidung bleibt in den Händen der Streitenden, das ist der Vermittler und der Schiedsrichter. Da geben die zwei Streitenden gleichsam die Entscheidung über ihren Konflikt an eine dritte Figur ab. Das ist also ein anderer Typus, nicht auf den ersten rückführbar. Also nur eine Unterscheidung zwischen Mediator einerseits und Arbiter, dem Schiedsrichter andererseits. Und davon, von diesem Typus Vermittler-Schiedsrichter hat er unterschieden den lachenden Dritten, eine ganz andere Erscheinungsweise der Figur des Dritten, dem begünstigten Dritten. Da hat er vor allem an das kaufende Publikum gedacht. Also wenn sozusagen, aber natürlich, Simmel denkt ja immer durch alle Felder hindurch, aber natürlich auch bei erotischen Bewerbern ist sozusagen die dritte Figur dann der lachende oder begünstigte Dritte, der aus dem Wettbewerb, dem gleichsam der Wettbewerb zwischen den Konkurrenten einen Zuschlag ermöglicht, er ist begünstigt, weil sie strengen sich an, sie zeigen sozusagen ihre besten Züge und er kann das gleichsam genießen. Und davon, von diesem lachenden Dritten, der natürlich auch in weiteren, auch politischen Konstellationen auftaucht,
hat Simmel dann nochmal unterschieden in seiner kleinen Typologie, Divide et Impera. Das ist im Grunde eine Theorie der Dritte als eine Herrschaftsfigur, als ein Hierarch, könnte man sagen, dem es gelingt, den möglichen Konsens zwischen Ego und Alter Ego zu blockieren oder durch eine Intrige zu hintertreiben und damit den einen gegen den anderen auszuspielen, bis zu dem Punkt, dass man möglicherweise den einen wiederum bevorzugt und ihn als eine Zwischengröße zwischen sich selbst und einem Unterworfenen einschaltet. Das ist das, was bei Weber der sogenannte Verwaltungsstab ist, sondern eine tertiäre Figuration. Nicht? Herrschaft kann nach Weber immer nur ausgeübt werden. Eine Machtbeziehung ist sozusagen in situativ eine jeweils erreichbare Überlegenheit. Aber eine Herrschaft ist immer, wenn es gelingt, eine tertiäre Konstellation aufzubauen. Das heißt, dass der Herrscher zwischen sich und den Unterworfenen einen Verwaltungsstab aufbaut. Und das ist im Grunde schon diese Simmelsche Figur von Divide et Impera. Ja, und dieses Spektrum kann man natürlich noch erweitern und ist auch erweitert worden. Das ist vor allem die Figur des Sündenbocks bei René Girard, die prominent geworden ist, also wo sozusagen von zweien einer ausgeschlossen wird und er ist gleichsam derjenige, gegen den man sich verbündet und gegen den man überhaupt seine eigene soziale Welt aufbaut. Und so gibt es noch verschiedenste weitere Möglichkeiten. Man kann auch denken noch an den Boten, das ist ein Typ des Vermittlers. Man kann denken an die Figur des Übersetzers, der vor allem eben, wie erwähnt, innerhalb der Ethnologie eine Rolle spielt, in der Begegnung zwischen den Kulturen. So, dass man sagt, das ist oder kann als ein eigenes Argument stilisiert werden, dass innerhalb der Figur des Dritten ein ganzes Spektrum von Sozialfiguren auftaucht, wo man sagen würde, ja, die sind ja in jedem Fall gesellschaftlich relevant, Vermittler, Richterin, begünstigter Dritter, Herrschaftsfiguren, also sozial relevante Figuren, wo man sagen würde, die lassen sich nicht aufeinander rückführen, sondern die stehen je für sich als Möglichkeit der Realisierung der dritten Figuration. Und sie lassen sich auch nicht zurückführen auf die Kategorie des anderen. So dass man sagen würde, weil sich Vermittler und Richter und die Divide et Impera-Figur und begünstigter Dritter nicht auf die Figur des anderen rückführen lässt, ist das ein ganz eigenes Auftauchen verschiedenster Verkörperungen der dritten Figuren. Und in jedem Fall sollte deshalb eine Sozial- und Kulturwissenschaft in ihren Forschungen und Rekonstruktionen dieses Spektrum an Möglichkeiten innerhalb der Vergesellschaftungsoptionen verfolgen und einsetzen. Ja, bei den Konsequenzen der Argumentation für den Status des Dritten, also Konsequenzen für die Rekonstruktion von Sozialität und Vergesellschaftung, würde ich zunächst zwei Punkte erwähnen. Erstens, wie kennzeichnet man, wenn man minimalistisch von dem einen, dem anderen und dem Dritten ausgeht, wie kennzeichnet man dann überhaupt das Gesamtphänomen der Vergesellschaftung aus so einer Figuration heraus? Was ist der treffende Terminus? Und das Zweite ist möglicherweise die Differenzierung von sozialen Systemen besser möglich,
mit der Figur des Dritten als nur mit der Figur des Anderen. Also ich bin zunächst beim ersten Punkt. Es gibt ja den Vorschlag, also George Herbert Mead als die Figur aus dem amerikanischen Pragmatismus, Sozialpragmatismus. Man sagen würde, ja, das ist sozusagen basal eine Intersubjektivitätstheorie von Sozialität, also ein Auftauchen mit der Identität, dem einen, der sich in der Vergesellschaftung ausbildet in Bezug zu den anderen. Der spezialisierte, der spezifische, nicht der spezialisierte, der spezifische andere, also spezifisch andere Bezugsfigur als Basis des Sozialen. Und dann prägt George Herbert Mead den Ausdruck generalized other, der verallgemeinerte andere, als Inbegriff von Vergesellschaftung überhaupt. Und da wäre der Vorschlag aufgrund der dritten Argumentation, ob es nicht angemessener, treffender ist, hier für das Gesamtgesellschaftsphänomen den Terminus the generalized third zu wählen, also der generalisierte Dritte. Die These wäre, im Ausdruck generalisierter Anderer ist noch zu stark die Bindung an die Dyade, also der Andere. Und das wird gleichsam verschoben. Der spezifische andere wird dann in den Erwartungserwartungen, die man ausbildet, wird dann verschoben hin zum generalisierten anderen, sodass man schließlich die Erwartungen der Gesellschaft insgesamt erwartet. Bei dieser Operation wird, wenn man die Argumente berücksichtigt, wird gleichsam die Figur des Dritten, die dritte Person, verschluckt. Also sie wird in gewisser Weise in der sozialtheoretischen Rekonstruktion vertuscht. Und die These wäre, dass wenn man sagt, es handelt sich bei dem Aufbau der Vergesellschaftung insgesamt dann um den generalisierten Dritten, dann hat man die Figur. Also die ganz eigentümliche Figur des Dritten gegenüber dem anderen von Beginn an mit drin, nämlich den Dritten als Beobachter. Ja, das hat man im generalisierten anderen nicht in dem Maße. Der andere beobachtet man mich zwar auch, aber vor allem ist er in einer Verstehensrelation mir gegenüber. Und der Dritte ist der wirkliche Beobachter, der Observer, der nicht die erste Person und die zweite Person beobachtet, sondern ihre Beziehung auch im Vergleich. Ja, er vergleicht sie und insofern beobachtet er eine Beziehung. Und insofern kann man, wenn man den Terminus generalisierte Dritter wählt, und das verknüpft mit der Institutionentheorie, kann man angemessen begreifen, warum es diese Redeweise gibt von der Selbstbeschreibung und Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Das gehört eigentlich zum transsubjektiven Traditionsstrom. Nicht zu sagen, die Gesellschaft beobachtet sich selbst und beschreibt sich selbst, dann ist gleichsam das Transsubjektive ein bisschen in der Kategorie der Subjektivität gedacht. Aber das kann man im Grunde gut aufklären, dass man sagt, ja, minimalistisch gesehen ist die dritte Figur ganz elementar gesehen die Figur des Dritten als Beobachter, des Spions, könnte man sagen, der auch selbst nicht wahrgenommen wird, der aber sozusagen immer die Verhältnisbeziehung zwischen den anderen beobachtet. Und dann hat man die Möglichkeit, in einem Sprung zu sagen, ja, dann kann man gleichsam wechseln, einen Gestaltswitch zu der Redeweise, die Gesellschaft funktioniert über eine Selbstbeobachtung. Wenn man dann nicht vergisst, dass diese Beobachtung und Beschreibung der Gesellschaft nur ermöglicht ist über die konstitutive Figur der dritten Person. Wenn man das einmal hat, diese Theorieposition bezogen auf Analyse von Vergesellschaftungen,
dann kann man das natürlich auch artifiziell steigern. Dann hat man sozusagen die Perspektive bis hin zu Robotern oder künstlicher Intelligenz, die programmiert, Gesellschaft oder sich selbst programmierend Vergesellschaftungen beobachten. Ich erinnere mich an eine Szene aus dem Film Odyssee 2001 von Kubrick, wo ich weiß nicht mehr, wo der Bordcomputer bei dieser Weltraumexpedition, der Bordcomputer, ich glaube, er heißt Hal oder Hall, ich weiß nicht mehr genau, gibt es eine Szene, wo sozusagen der Film wird im Grunde aus der Perspektive des menschlichen Personals an Bord natürlich geschildert und dem, was ihnen irgendwie auffällt und dass irgendwas verdächtig ist, wenn sie aus ihrem Schlaf aufwachen. Und dass irgendwas mit Hall nicht stimmen könnte, dem Bordcomputer, und dass sie dann versuchen, einen isolierten Raum zu finden, wo sie sich untereinander verständigen könnten. Aber der Film, die Kameraführung ist einen Moment lang von Hall aus, der sie beobachtet, wie sie das menschliche Bordpersonal miteinander flüstert, sodass er es nicht hören soll. Aber er sieht sie. Ja. Das lässt sich meines Erachtens alles sehr gut, genau, wenn man den Begriff die Sozialkategorie des generalisierten Dritten hat und prinzipiell die dritte Figur als Observer von Beobachter, nicht von Dingen, ne, ist eben nicht der naturwissenschaftliche Beobachtungsbegriff. Ich beobachte gleichsam Dinge in ihrer Entwicklung. Sondern es ist der soziologische Begriff der Beobachtung, dass dann Beobachtung immer Beziehungsbeobachtung heißt. Also vorausgesetzt ist schon der eine und der andere und die Beziehung zwischen ihnen wird beobachtet und beschrieben. Ja, das ist sozusagen der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, den ich schon erwähnt hatte, wäre hinsichtlich der Möglichkeiten mit der dritten Theorie, Tertiaritätstheorie, ausdifferenzierte funktionale Teilsysteme in ihrem Kern zu erfassen. Das ist die Auseinandersetzung vor allem mit Parsons und Blumen. Da ist der Grundgedanke, dass wichtige soziale Teilsysteme nicht allein über Dyaden funktionieren, sondern minimal über Triaden. Wenn man das umdreht, den Gedanken, gleichsam von der Vergesellschaftung aus denkt, dann würde man sagen, die Vergesellschaftung im Verlauf ihrer Evolution und Geschichte entdeckt natürlich dyadische Figurationen in sich, die findet sie gleichsam vor, und sie entdeckt triadische Figurationen in sich. Und sie findet heraus, dass es sozusagen soziale Effekte macht, Funktionen, Leistungen erbracht werden können in der Vergesellschaftung, wenn bestimmte dyadische Figurationen institutionalisiert werden in bestimmten Feldern oder triadische Figurationen. Sie entdeckt gleichsam das soziale Strukturierungspotenzial von dyadischen und triadischen Figurationen. Es ist ja zunächst klar, sie entdeckt natürlich in jedem Fall in der dyadischen Figuration die Möglichkeit der Liebesbeziehung. Sie entdeckt, was bei Aristoteles so eine große Rolle spielt, sie entdeckt die dyadische Figuration der Freundschaft, in der sich sozusagen die daran beteiligten Personen entwickeln und entfalten können in ihrer Lebensführung. Sie entdeckt natürlich in jedem Fall in der Dyade der Kooperation die Möglichkeit der Arbeitsteilung, dass man also nicht jeder macht dasselbe für sich, sondern man teilt sich die Arbeit auf. Das ist eine sozusagen ganz zentrale soziale Erfindung von Vergesellschaftung, die kooperativen dyadischen Beziehungen auf Dauer zu stellen für bestimmte
Bereiche. Ganz ähnlich würde man sagen, die Gesellschaft entdeckt den Austausch als dyadische Figuration und stellt sie innerhalb der Ökonomie auf Dauer. Dann in der Erziehung das Verhältnis von Lehrpersonen und Zögling oder das Lehrer-Schüler-Verhältnis und noch in jedem Fall entdeckt sie auch die Möglichkeit der Dyade des Kampfes, also des ausgefochtenen Kampfes, des Duells und richtet den gleichsam für bestimmte Situationslösungen ein. Soweit, so gut. Also man kann gleichsam eine Reihe von gesellschaftlichen Feldern und Strukturfeldern und sozialen Teilsystemen sehr gut dyadisch beschreiben, minimal aus dyadischen Figurationen. Die These ist jetzt, dass aber bestimmte weitere soziale Teilsysteme sich nicht auf Dyaden zurückführen lassen in ihrer minimalen Konstellation. Das wichtigste Beispiel ist dafür, dass zunächst was ins Auge fällt, ist das Gericht und das Rechtssystem. Das hatte schon Luhmann erkannt in seiner eigenen Theorie der doppelten Kontingenz. Nur hat er es nicht theoriesystematisch darstellen können. Aber in seiner Rechtssoziologie ist es Luhmann vollkommen klar, dass das Rechtssystem, ausdifferenzierte Rechtssystem und mit seiner Kerninstitution des Gerichtes nur funktioniert über eine minimale Dreieckskonstellation, nämlich, um das nochmal aufzugreifen, wenn Ego und Alter Ego, die erste und die zweite Person, strittig sind, in einem Streit liegen und nicht in der Lage sind, einen Konsens zu finden, sich moralisch zu einigen, eine Verständigung herbeizuführen oder gar eine Versöhnung, dann greift offensichtlich kommt die Gesellschaft darauf, dass es hier nur weitergehen kann, wenn die Entscheidung über diesen Konflikt an eine dritte Person abgegeben wird. Das ist eben dann die Richterin oder der Richter, der sich natürlich historisch verknüpft mit anderen Positionen wie der Königsposition, der Häuptlingsposition und so weiter. Aber entscheidend ist die Konfliktentscheidung, die nicht mehr in die Hände der unmittelbar beteiligten ersten und zweiten Person gelegt ist, sondern von denen beiden abgegeben wird an eine dritte Person, die also stellvertretend für sie entscheidet, lebenswichtige Herausforderungen. Das wäre sozusagen ein soziales System, was sich sehr plausibel über die Figur des Dritten rekonstruieren lässt in seiner Funktionsweise, davon unterschieden kann man sagen, das marktökonomische System ebenfalls. Eine Tauschökonomie lässt sich immer dyadisch rekonstruieren, aber eine Marktökonomie lässt sich nur triadisch rekonstruieren. Das hatte natürlich vor allem Georg Simmel im Blick, wenn er das kaufende Publikum als den begünstigten und lachenden Dritten rekonstruiert hat. Die ganze Marktökonomie ist auch wie eine Sozialerfindung von Vergesellschaftung bestimmten, dass sie grundsätzlich Wettbewerber zulassen, konkurrierende alternative Anbieter und die jeweiligen Konsumenten in der dritten Position dann sozusagen wählen können hinsichtlich der Qualität der Waren oder des Preises der Waren. Also, dass man sagen würde, auch die Marktökonomie ist nur minimalistisch-sozial-ontologisch nachvollziehbar durch eine triadische Konstellation. Ein weiteres Feld, in dem das greifen würde, wäre das Mediensystem. Also so etwas, das Massenmediensystem. Da würde man sagen, das Massenmediensystem ist ja im Kern ein System, was über die dritte Figur des Boten oder des Übersetzers läuft. Das ist die Konstellation. Medien oder Massenmedien sind nur erforderlich, wenn Beteiligte füreinander abwesend sind, aber gern übereinander etwas wüssten oder miteinander in Verknüpfung geraten würden. Und dann greift gleichsam die Figur des Boten, des Überbringers, des Übersetzers, der sie
miteinander in Relation bringt, sodass man sagen würde, die ganze Kernfiguration von Mediensystemen ist, da kommt es nicht auf die Schrift oder jetzt die technischen Medien an, das ist sozusagen immer nur ein Seitenaspekt, sondern entscheidend ist, das Mediensystem braucht gleichsam soziologisch gesehen so eine dritte Figur der Übermittlung und von Botschaften, von Nachrichten, auch der Unterhaltung, der Unterhaltungsfunktion des Boten zwischen den füreinander Abwesenden. Und noch ein weiteres Teilsystem ist natürlich das politische System. Da würde man sagen, was ist eigentlich der Kern des politischen Systems im Unterschied zu Moralsystemen? Wo man sagen würde, ja, moralische Verständigung, das kann sozusagen nach dem Modell zwischen Zweien laufen, dass sie einen Konflikt und der zwanglose Zwang des besseren Argumentes gibt dann den Ausschlag in der argumentativen Kommunikation. Der Fall des Politischen ist offensichtlich immer die Beteiligung einer dritten Figur, die zu Koalitionsbildung führt. Also man kann es so auf den Punkt zuspitzen. Das Rechtssystem ist der Fall, wo die dritte Figur in einem Zwist zwischen Zweien, den sie selbst nicht lösen können, für sie stellvertretend die Entscheidung trifft. Und das politische System ist minimal der Fall, wo zwei ein Bündnis oder eine Koalition bilden, aus der ein Dritter ausgeschlossen ist. Und das ist auch das ganze Phänomen, kann man sofort dann nachverfolgen im Verhältnis von Mehrheit-Minderheit. Mehrheit-Minderheit ist kein dyadisches Verhältnis, sondern es ist minimal gesehen immer ein triadisches Verhältnis, dass eine Person zusammen mit einer dritten Person eine Mehrheit bildet, an was jetzt auch immer, gegenüber der Minderheit einer davon zunächst vorübergehend ausgeschlossenen Person. So kann man, könnte man vielleicht weiter vorgehen. Also es war ja jetzt der Sinn der Darlegung, die Konsequenz aus den Argumenten zu ziehen hinsichtlich einer Aufschlüsselung von verschiedenen sozialen Teilsystemen, mit denen Vergesellschaftung durch den Einbau, institutionellen Einbau von dyadischen und triadischen Figurationen ihre Komplexität steigern. Man könnte abschließend noch natürlich zurückkommen auf das System der Familie, das es bei Luhmann in dem Maße auch nicht wirklich gibt. Er hat ja nur ein Buch über die Liebe geschrieben, also über die Dyade, die Intimbeziehung. Nicht wirklich eine Studie über das System der Familie. Das hat dann ein Schüler von ihm, Hartmann Tyrell, sozusagen mit übernommen. Die Frage ist, was ist das Argument, Tertiaritätsargument bezogen auf das soziale Teilsystem der Familie? Da würde man sagen, das System der Familie ist offensichtlich der Pool, der für die Beteiligten und vor allem für die Neuankömmlinge in der sich reproduzierenden Vergesellschaftung der Pool aller möglichen dyadischen und triadischen Beziehungen zwischen den Generationen und gleichsam ein Ausprobieren wie ein Durchspielen aller Möglichkeiten des Konsenses, der Kooperation, des Tausches, des Konfliktes, der Bindung, der Liebe, der Freundschaft, aber auch aller Möglichkeiten der Exklusion. Innerhalb sozusagen werden erlitten und durchgelitten bereits im System des Familienzusammenhanges und werden dort gleichsam eingeübt. Auch wie eine Intrige, wie ein Ausspielen des einen gegenüber dem anderen. Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse, alles wird innerhalb des Familienzusammenhanges jetzt ganz gleich immer in welcher geschlechtlichen Ausprägung die daran Beteiligten auftreten oder was das für eine Patchwork-Familie ist, darauf kommt es gar nicht an, sondern in einer Sozialtheorie der Familie kommt es darauf an, dass dieser soziale Raum als ein offensichtlich für jede Vergesellschaftung unhintergehbarer Raum der Präsenz und des Durchspielens aller Dyaden und Triaden überhaupt auftritt.
Lasse ich jetzt mal noch das soziale Teilsystem der Liebe, gehen wir nicht jetzt näher darauf ein, das habe ich auch mal in einer Studie gemacht, dass man jetzt die Dyade, also es wäre gleichsam ein, oder ist ein Clou, dass man ja die Dyade, die Liebe, die man sozusagen als die Dyade ja schlechthin begreifen und rekonstruieren kann, das ist ja ganz augenfällig, dass man da systematisch auch nachweisen kann, dass sie im Grunde nur über den Einschluss und den Ausschluss von dritten Figuren funktioniert. Das fängt ja schon daran an, dass die ersten Liebenden in den Familien sich nicht bekommen, wenn es die Geschwister sind, wegen des Inzestverbotes, dass es sozusagen vermieden wird von der Vergesellschaftung her, dass die ersten Liebenden sich nicht kriegen. Und da ist also schon am Anfang und erst sozusagen dann ersatzmäßig man in der Exogamie anderswo nach Liebeschancen suchen musste. Und insofern steht schon am Anfang sozusagen die dritten Figur, am Anfang aller Liebesverhältnisse, die dritten Figur, aber natürlich dann der Vermittler, die ganzen Vermittlungsagenturen, damit Liebende sich finden. Aber natürlich auch die Institution der Eheschließung, die Ehe nur, die Liebe ist sozusagen dyadisch möglich, aber die Ehe ist nun wiederum nur dadurch, dass sie von einem Berechtigten, einer berechtigten dritten Figur im Namen der Gesellschaft anerkannt wird. Aber natürlich auch die Rivalen, natürlich auch die Kinder, die aus Liebesbeziehungen entstehen und dergleichen. Eine weitere Aufklärungsmöglichkeit aus der triadischen Sozialontologie sehe ich bezogen auf das Verhältnis von den klassischen Sozialkategorien Gemeinschaft und Gesellschaft. Also vor allem von Tönnies her gedacht, ja, eine äußerst sinnvolle Unterscheidung auch aus Denktraditionen der Romantik einerseits mit der Gemeinschaftskategorie und der Aufklärungstradition seit den Gesellschaftsvertragstheorien von Hobbes geführt, sehr überzeugend. Und wenn man diese Kategorien groß, es sind ja im Grunde Großkategorien, Gemeinschaft und Gesellschaft, da würde man aber sehen, natürlich in der Rezeption immer eine Präferenz der Gemeinschaft vor der Gesellschaft. Dass man sagt, die Gemeinschaft, alles in allem auch bei Tönnies, ist sozusagen irgendwie eine Vertrautheit, eine Vertrautheitsgemeinschaft, doch eine auch mal großen institutionellen Rahmungen und Durchdringungen, wie zum Beispiel der Kirche, ist sozusagen die Gemeinschaft natürlich doch ein Näheverhältnis der Beteiligten. Während das, was Tönnies als Gesellschaftsbegriff vorgeschlagen hat, doch die Züge des Vertrages, der Distanz, des Abstrakten mit sich trägt, aber damit natürlich auch bestimmte gesellschaftliche Funktionen übernimmt. Das ist natürlich bei Tönnies ganz klar an die kapitalistische Ökonomie gedacht, aber auch an andere abstrakte Sozialverhältnisse, die sozusagen dem Muster der Gesellschaft folgen. Und da hinsichtlich dieser Präferenz, oder ich würde so sagen, die Präferenz der innerhalb dieses Dualismus von Gemeinschaft und Gesellschaft, die Präferenz für die Gemeinschaft als das Erste vor der Gesellschaft als ein Zweites. Die Gemeinschaft ist das Primäre, die Gesellschaft ist alles in allem das Sekundäre mit Entwicklungschancen, aber auch Gefährdungen, Entfremdungen. Dahinter steckt alles in allem sozialtheoretisch gesehen minimalistisch eine Präferenz der Dyade vor der Triade. Wenn man einmal sagt, ja, alles in allem
stecken immer im Gemeinschafts-, in der Gemeinschafts-, im Gemeinschaftsmodell die basalen Dyaden mit ihren Möglichkeiten der Verständigung, der Versöhnung, der Anerkennung. Also diese Leitbegriffe zum Beispiel von Adorno, Habermas, Hegel, Honneth, nicht? Also die, das sind immer dyadische Begriffe, dyadische Leitbegriffe, die den Gemeinschaftspol abdecken. Und insofern immer so etwas, ja, das, die Möglichkeit des Konsenses enthalten. Und demgegenüber könnte man sagen, ist der Gesellschaftspol alles in allem triadisch gedacht, also triadisch rekonstruierbar. In dem Sinne, dass immer bei der Gesellschaft ein Distanzmoment, ein Abstandsmoment, ein Nicht-Beteiligt-Sein, eine Neutralität, ein Nicht-Davon-Betroffen-Sein, aber vor allem ein Vermittelt-Sein, auch über dritte Figuren. Also die, nochmal anders gesagt, die Gemeinschaft funktioniert alles in allem über Erwartungserwartungen. Ne, dieser Luhmannsche Begriff für Kommunikation, Interaktion. Während die Gesellschaft funktioniert alles in allem über Eckerwartungen. Ich komme also sozusagen auf mein erstes, auf mein Eingangsstatement zurück hinsichtlich, es gibt gar keine Vergesellschaftung, ohne dass sie von Dritten beobachtet wird. Ja? Und insofern müssen sich Ego und Alter Ego immer nicht nur an ihren wechselseitigen Erwartungen orientieren, sondern auch, was erwartet die dritte Figur in ihren verschiedenen Ausprägungen über Eckerwartungen. Und insofern ist es ein Moment der Entfremdung. Man könnte sagen, in der Gesellschaft, Gesellschaft steht dafür, dass die Beteiligten in der Sozialität einander zu einem gewissen Grade fremd bleiben. Sie kommen nicht zueinander, weil der Dritte immer in gewisser Weise dazwischen wohnt. Und wenn man diese Aufklärung hat, dann ist, kann man einen Schritt weiter sagen und feststellen, es gibt gar keine Priorität von Gemeinschaft oder Gesellschaft, sondern sie sind gleich ursprünglich. So wie eben die sozialtheoretische Aufklärung zeigen kann, dass, das ist natürlich die Leistung dieser ganzen Freud-Linie und Lacan, dass Dyaden und Triaden im Sinne der basalen Strukturierung des Sozialen gleich ursprünglich auftreten. Es kann sein, dass sie in bestimmten Zügen erst später tatsächlich in ihrer Massivität entdeckt werden, aber im Grunde sind sie gleich ursprünglich vorhanden. Und insofern vermeidet man mit so einer tertiären sozialtheoretischen Aufklärung diese Vorstellung des Ursprünglichen der Gemeinschaft und des bloß Sekundären der Gesellschaft. Dass die Triaden sind eben gleich ursprünglich und genauso unhintergehbar für Sozialitätszusammenhänge wie die Dyaden. Ja, zu erwähnen wären vielleicht noch zwei Punkte, über die ich mit nachgedacht habe als Konsequenz. Das eine ist innerhalb der, wenn man die Sozialtheorie als die Reflexionsinstanz der Kultur- und Sozialwissenschaften begreift, also die Autonomie dieser Wissenschaftsgruppe begründen soll im Unterschied zu den anderen, dann liegt der Schwerpunkt zunächst auf der Sozialontologie, also dem Sein des Sozialen, aber das kann man, könnte man auch ausarbeiten natürlich hinsichtlich der sozialen Methodologie, also mit der These, und ist natürlich gemacht worden in der ganzen Wissenschaftstheorie-Geschichte seit dem 19. Jahrhundert, dass die Sozial- und Kulturwissenschaften eine eigene Methode hinsichtlich
des Zuganges zu ihrer spezifischen Gegenständlichkeit haben. Sozialontologie heißt, es gibt spezifische Verhältnisse des Gegenstandes der Kultur- und Sozialwissenschaften, das ist die soziokulturelle Lebenswelt. Er hat eine ganz spezifische eigene Struktur, das ist eben einer und anderer Subjekt, Subjekt, Transsubjekt, Intersubjektivität. Und zugleich muss sie wegen dieser spezifischen Gegenständlichkeit eine eigene Methode entwickeln, die die anderen Wissenschaftsgruppen nicht in dem Maße haben. Das ist natürlich die ganze Debatte um Verstehen und Erklären. Dass man sagt, der Begriff des Verstehens als methodologischer Begriff ist ein sozialmethodologischer Begriff, um im Unterschied zum Erklären, um sozusagen deutlich zu machen, dass die Sozial- und Kulturwissenschaften sich ihrem Gegenstand immer nähern als einem Ausdrucksgeschehen von menschlichen Lebewesen, von Personen, dass sie, wenn sie schon verstorben sind und gar nicht mehr erreichbar sind, sondern nur noch in ihren Dokumenten vorliegen, wo es bestimmte hermeneutische Verfahren geben muss, um gleichsam an das dort intendierte und gemeinte und überlieferte heranzukommen. Und wenn man diese Linie fortsetzt, also die sozialmethodologische mit der dritten Theorie, dann würde man fragen, was ist denn jetzt die Eigentümlichkeit der Figur des Dritten innerhalb der Methodologie der Sozial- und Kulturwissenschaften? Und da kommt man natürlich auf diese Begriffe der Beobachtung, das, was ich schon eingeführt hatte, vor allem der teilnehmenden Beobachtung, vor allem aus der Ethnologie heraus, dass im Grunde in der Ethnologie der Fremde eben aus der Fremde kommt und in die Fremde geht und sich dort vertraut macht mit einem, mit den sozialen Verhältnissen. Und da sind natürlich Verstehensprozesse, aber vor allem Beobachtungsprozesse. Er beobachtet vor allem Beziehungen. Und man kann insgesamt sagen, also ich würde sozusagen mit der Figur des Dritten den Begriff der Beobachtung gegenüber dem Begriff des Verstehens systematisch stark machen. Verstehen spielt sich in der Dyade ab, Beobachtung in der Triade. Und man kann das schön ergänzen durch eine Passage von Peter L. Berger in seinem Buch Einladung in die Soziologie. Anfang der 60er Jahre, da hat er so eine Passage, wo er den Soziologen eben mit dem Voyeur in eins setzt. Ne? Da sieht man die dritte Figur mit dem Voyeur oder dem Spion. Ne? Da hat er so eine Passage, dass den Soziologen oder die Soziologin das unbändige Verlangen treibt, durch Schlüssellöcher zu schauen. Ne? Also sozusagen in fremde Szenen zu schauen und zuzuschauen und das sozusagen als Kern der jeweiligen Sozialität zu ermitteln und zu erforschen. Und da sieht man also ganz stark gemacht, nochmal mit anderen Termini, diese Kategorie der Beobachtung. Also das ist jetzt nur angedeutet, aber so würde ich gleichsam die Eigentümlichkeit der sozialen Methodologie der Kultur- und Sozialwissenschaften dritten theoretisch erläutern. Und ein letzter Gedanke schließt an die Ebene am Anfang, die ich gewählt hatte, um überhaupt den dritten höchstmöglich zu belasten, also die dritte Figur, die dritte Person, nämlich an das Verhältnis von Theologie und Soziologie, das auch keine ganz neue These ist. Aber die kann man vielleicht noch einmal zuspitzen, dritten theoretisch. Man könnte sagen, dass, wenn man sagt, die Theologie kreist um den transzendenten Dritten, Gott als transzendente dritte Figur mit Schöpferkraft und universaler Beobachtungs- und Eingriffsmöglichkeit. Vor allem, also er schafft alles einschließlich Adam und Eva und alle anderen Personen und zugleich beobachtet er sie ständig,
ihre Beziehungen, also dieser transzendente Dritte, dann würde man natürlich drittentheoretisch sagen, handelt es sich mit der Entwicklung der Sozial- und Kulturwissenschaften und der Soziologie um eine Mundanisierung, also um eine Verweltlichung der dritten Figur. Nicht? Die Soziologie entwickelt gleichsam systematisch den immanenten Dritten, die immanente dritte Person als Beobachtung. Ja, Gesellschaft setzt sich damit anstelle der Gottesbeobachtung, also eine gewisse Nachfolge im Gefüge der verschiedenen Wissenschaftsgruppen, eine gewisse Nachfolge der Soziologie zur Theologie, wobei aber die, also eine interessante Herausforderung für die Soziologie auch, wobei aber die These nicht sein soll, dass die Soziologie, die um die Figur des immanenten, mundanen, dritten, innerweltlichen Dritten kreist, grundsätzlich die Möglichkeit der Vorstellung oder sogar der Existenz, Gottesbeweise, der Existenz eines transzendenten Dritten erledigt oder ausschließt. Vielen Dank Ihnen.